Moin zusammen. So, da sind wir wieder. Bin jetzt hier unten angekommen. Und, ach, guck mal, hier ist auch noch ein unentdeckter Ort. Den mache ich dann gleich im Anschluss noch. Ja, wo waren wir denn? Hier oben. Hab mich hier nochmal umgeschaut und bis auf ein Banner ungefähr hier in einem Wachturm war da nichts. Also nur ein paar Vorräte, Leinen, bisschen Leder und so was. Aber jetzt nichts weltbewegendes, sage ich mal. So, der Piepmanns will uns irgendwo hinführen. Ich vermute, dass er uns zu Masako führen wird. Huh? Sieht das denn hier aus? Ja, ich weiß. Piepmatz ruft. Ich wollte nur mal gucken. Was ist denn hier passiert? Okay, kann mich gar nicht erinnern, hier irgendwie mal durchgekommen zu sein. Ach, schau mal da. Masako! Haha. Danke für eure Hilfe. So flott geht das hier. So, was gibt's da noch Schönes? Warte mal, ist das die Komoda? Ja, das ist die Bucht von Komoda. Hier haben wir damals angefangen. Haben wir uns hier den Strand durchgemetzelt, glaube ich, oder? Hier oben runtergeritten. Ja, ich glaube. Cool. Gucke ich mir auf jeden Fall auch noch mal an. Bin ich neugierig. Was macht ihr hier, Masako? Ich suche meine Familie. Meinen Mann habe ich bereits gefunden. Doch meine Söhne noch nicht. Sie starben als Krieger. Unser Land verteidigt. Habt ihr gesehen, wo sie fielen? Nein. Die Schlacht war ein Chaos. Ich behielt kaum meinen Onkel im Blick. Ich helfe euch suchen. Der Frieden einer Mutter. Ja, zwei Fliegen mit einer Klappe. Ich wollte mich ja eh noch mal am Strand umgucken. Jetzt müssen wir sowieso hier suchen helfen. Kommt, ich muss noch diesen Teil des Strandes absuchen. Seht, da drüben. Einer eurer Soldaten. Ja. Aber allein. Ob er wohl desertiert ist? Als euer Gemahl fiel, zog euer Clan los, um seinen Fürsten zu rächen. Niemand floh. Schön zu hören, dass sie bis zum Ende loyal waren. Seht, ob ihr noch mehr unserer Banner findet. Okay. Warte mal, ich mach mal hier die Tracht des Reisenden wieder an. Vielleicht finde ich ja tatsächlich noch so ein Sashimono Banner. Aber ich fürchte, ja, in die andere Richtung. Jim, hier drüben. Er ist den Strand entlang geritten. Dann gehen wir weiter in diese Richtung. Ein Kikuchi-Banner. Das muss hier richtig stinken. Eines unserer Banner. Entschuldigung.
Wer ist das? Das ist Masanori. Er war zu jung für die Schlacht. Aber sein Vater zu alt. Also ging er für ihn. Nicht nur ein tapferer Soldat, auch ein guter Sohn. Ja. Aber wo sind die meinen? Ja. Ist aber auch kein mitgeholfen. Einfach nur irgendjemanden zu schicken. Genau, dann sind wir hier links abgebogen. Das Banner eures Onkels. In Folge 1. Als ich in der Schlacht diese Farben an einem Gefallenen sah, fürchtete ich, es sei mein Onkel. Nur Narren fürchten den Tod nicht. Ja, Folge 1 war das, wo wir hier lang kamen. Und jetzt ist das, ich glaube Folge 118 oder so. Durch die Felsen nach oben. Unsere Banner. Uchikage. Ein enger Freund meiner Söhne. Er wäre an ihrer Seite geblieben. Sie müssen ganz nah sein. Wollte ich auch gerade sagen. Dann ist es ja nicht mehr weit. Sie lassen ihre Toten verwesen. Wie weggeworfenen Müll. Nein. Wow. Shigesato! Yasunari! Wie Tiere aufgeknüpft. Holen wir sie runter. Sie sollten bei unserer Familie sein. Begraben neben ihren Frauen und Kindern. Der Weg nach Ariake ist nicht sicher. Können wir sie nicht irgendwo in der Nähe bestatten? An einem Ort, der ihr Opfer ehrt? Der Leuchtturm. Als Kinder haben sie da gespielt. Doch jetzt sind dort Mongolen. Erobern wir ihn zurück. Der Leuchtturm ist dort entlang. Jupp, da war ich aber schon. Sie stiegen so gern auf diesen Turm. Wenn sie abends nicht nach Hause kamen, fand ich sie immer dort, wo sie den Sternenhimmel bewunderten. Ihr wart eine gute Mutter. Das dachte ich auch immer. Aber meine Kinder sind tot. Und ich lebe. Das ist das schlimmste Versagen. So dachte ich, als meine Mutter starb, dass ich versagt habe. Aber ihr wart so jung. Und sie war krank. Es gab nichts, was ihr hätte tun können. Auch wenn das stimmt, ist es nur ein schwacher Trost. Ich weiß. Will sie jetzt zum Leuchtturm oder nicht? Komm. Hier hoch und links halten. Da sind sie! Verdammte Mongolen! Ich zieh da durch, Junge. Vorsicht, da könnten mehr sein. Sie kommen den Hügel rauf. Da, im Gras. Oh, was? Ja.
Wow, Junge. Schaut, hinter den Bäumen. Wir lassen nicht nah. So, ohne deine Hand. Ach, verdammt. Wow, kommt der denn her? Ich glaube, das war's. Da wollte auch tatsächlich. Ach, guck mal, da kraucht noch einer. Es ist an der Zeit. Holen wir meine Söhne. Ich habe sie nie hier übernachten lassen. Selbst als sie älter waren. Ich rief sie immer nach Hause. Das hat mir nach Mutters Tod am meisten gefehlt. Ihre Stimme, die mich rief. Tröstet euch damit, dass ihr nun Frieden hat. Wie sie alle. Der Frieden einer Mutter. Talisman der glücklichen Rückkehr. Fähigkeit, die Entschlossenheit nutzen, haben eine Chance, um 15% Entschlossenheit zu erstatten. Okay. Hisse, Talismane wollte ich mir eh nochmal anschauen. Ich habe ja noch Yurikos Andenken. Pfeilable Chance um 15% Gegner zu vergiften. Ach so. Nee, dann bleibt er. Und, da war ich, glaube ich, auch. Irgendwo war doch hier im Süden noch was. Nee, Quatsch. Nicht im Süden, sondern im Süden vom mittleren Teil. So, hier werden wir nochmal uns runterbegeben. Dazu gehen wir zum Lager der Fallensteller und dann reiten wir in den Süden. Ich denke, braucht ihr einen neuen Köcher oder eine Tasche? Einiges kennt ihr vielleicht noch nicht. Ach, ich nehm's einfach mal mit. Besiegt damit die Invasoren. Danke. So, hast du mir jetzt aber nicht eingefärbt schon, ne? Bogenoption. Kurzbogen. Nee, stechende Schatten. Nee, da bleibe ich bei. Da bleibe ich auch bei. Gott. Den Schutz der Kamera. Vom Ding her müsste ich eigentlich noch. Ihr seid zurück. Das ist ja nett von dir. Vom Ding her müsste ich nochmal in das Strohhutlager reinschauen. Mal gucken, ob es überhaupt noch welche gibt. Die habe ich ja eigentlich zerschlagen. Auch wenn ab und an hier und da nochmal irgendwo einer patrouilliert. Pferd! Aber wäre bestimmt interessant. Dann traust du per Schnellreise im feindlichen Lager auf.
Und dann geht's direkt los. Oh, da ist eine Säule der Ära. Ich sehe sie schon. Das kommt mir aber sehr bekannt vor. Ich dachte, ich wäre hier schon gewesen. Säule der Ehre. Glaube des Kriegers. Vertrau auf deine Waffen. Glaube an dich selbst. Ja. Ist auch nicht so unbedingt meins. Aber wir sind soweit durch hier im Süden. Gucken, komme ich da hin? Kubara-Kreuzung per Schnellreise. Das ist jetzt die Frage, ne? Kien-Heiligtum und dann die Entscheidung eines Vaters in der nächsten Folge. Einfach um hier ein bisschen den Süden zu erkunden. Und dann sehen wir uns gleich wieder. Viel Spaß weiterhin und ciao.